Hannover und Venedig sind zwei Städte, die auf den ersten Blick nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Doch der Anschein trügt, denn aus Liebe zu Venedig haben Hannoveraner in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Eindrücke aus der Lagunenstadt in Hannover umgesetzt. So ist zum Beispiel das alte Rathaus dem Dogenpalast nachempfunden und ein hohes Ufer gibt es in Venedig genauso wie in Hannover. Studierende haben jetzt eine Theaterperformance rund um Venedig aufgeführt, das Ganze natürlich in Hannover. Helga Kania war dabei. Venedig zu Besuch an der Leine. Auch so hätte ein Projekt der Fachhochschulen aus Hannover, Hildesheim und Bremen und des Historischen Museums heißen können. Am 1. Juni konnte man sich am Hohen Ufer in Hannover eine Reise nach Venedig ansehen. Für ein italienisches Lebensgefühl war es an diesem Abend leider zu kalt. Aber Petrus spielte mit. Und es blieb trocken. Mut zum Picknicken hatten nur wenige Zuschauer und sie waren entsprechend ausgerüstet. Und wir fahren gerne nach Italien überhaupt und Venedig war wieder ein Traum. Wir waren also genau zur Karnevalzeit da, zum Hochzeitstag. Super. Da passt das hier wunderbar in den Rahmen, dass Hannover mal endlich aus sich rauskommt und so eine tolle Veranstaltung organisiert, dass es mit dem Wetter nicht ganz so geklappt hat oder nicht klappen wird. Dafür kann keiner was, das sei verziehen. Aber wir freuen uns auf einen wunderschönen Abend hier. Walk-Acts und musikalische Darbietungen verkürzen den Zuschauern die Zeit bis bei einbrechender Dunkelheit. Das vom Münchner Regisseur Werner Eckenhofer inszenierte Projekt startete. Eine merkwürdig surreale Reiseführerin wird uns durch einen merkwürdigen Abend führen. Primus Altus hieß die erste Siedlung, auf der sich vor vielen Jahren die ersten Siedler in Venedig niederließen. Rivus Altus bedeutet hohes Ufer und das führt uns nach Hannover. Ja. Reiseleiterin Hanna Ober führte die Zuschauer durch das bunte Treiben, das mit dem Einzug des Chores der Kapelle St. Crucius startete. Die Studierenden der Hannoverschen FH hatten sich im letzten Jahr in Venedig gut umgesehen. Venezianische Bürger, Gondolieros, Liebe und Verbrechen wechselten ab. Aber auch Romantik, gepaart mit artistischen Einlagen, kam nicht zu kurz. Als spürten wir in unseren Köpfen statt hier. Der Beginturm war eine Projektionsfläche für italienische Lebensart und führte die Zuschauer in das alte Venedig, bevor es sich auch auf der Bühne abspielte. Ein Höhepunkt des Abends waren die Darbietungen des Chores unter dem Dach des Historischen Museums, bevor das Programm mit glamourösen Tanzdarbietungen endete. So könnte das Hohe Ufer häufiger aussehen. Es wäre eine Bereicherung der hannoverschen Altstadt.